Edion am 23. Wir kommen am 22. an. Dreht er nochmal um? Nein, dreht ihn nicht. Die kommt am 28. an, in 5 Tagen. Die gehen leider in die Richtung, falsche Richtung. Aber hier ist ja noch eine französische Armee, die uns unterstützen kann. Jo. Schön, dass ihr da seid, Frankreich. Okay. Very well. Attacken lassen wir jetzt mal gerade. Wer weiß, was der Friedensschluss vielleicht kostet. Die Türken dürften inzwischen auch Frieden gegen die Mamluken, mit den Mamluken geschlossen haben. Was habt ihr euch denn gekrallt? 3 Provinzen nur. Hier kommen wir nicht rein, bis wir die Provinz schon auch belagert haben. Ein sehr kostspieliger Krieg, aber zum Glück haben wir ja noch ein bisschen Geld. Also, wie ihr seht, haben wir Polen-Litauen gar nicht gebraucht. Das lief auch so bisher sehr gut. Spanien ist mit 50.000 Mann hier, in Tunesien. Das Commonwealth hat seinen Bürgerkrieg überstanden. Und unsere Manpower ist gleich hinüber. Ey, Leute, was soll das denn? Geht da weg. Okay, die beiden Festungen fallen auch bald. Die hier jetzt. Hat Venedig einen Anspruch? Okay. Vielleicht sollten wir das wirklich auch Venedig geben. Oh, da müssen wir nicht auch noch rein, wenn wir 80.000 Mann reinlaufen. Das ist nicht nötig. Ich würde sagen, wir machen die Belagerung hier fertig und dann gucken wir mal, dass wir aus dem Krieg auch wieder rauskommen. Also was immer nett ist, sind so War Reparations, denn unsere Kohle ist halt hinüber. Nehmen wir halt ein Darlehen auf, ne? Was soll's? Tunesien. Will annul all treaties with. Oh, sorry. Frösche im Hals. Will annul all treaties with the Ottomans. Hat denn Spanien hier irgendwelche Claims gesetzt? Bisher nicht. Okay. Ja, warum nicht? Okay. Tunesien ist also jetzt raus aus dem Krieg. Das heißt. Wir kämpfen jetzt nur noch gegen die Türken und ein bisschen Kleinkram, Bhutan, Krim und Schirwan. Schirwan, Bhutan und die Krim. Das ist alles nur ein Witz. Eine fette Seeschlacht hier. Aber daran sieht man, so Galeeren sind natürlich stark in geschlossenen Meeren. Also zum Beispiel hier, also im kompletten Mittelmeerraum. Aber lange nicht so stark wie schwere Schiffe.
Also die Türken hatten eben noch viel mehr gelernt. Hat aber nichts gebracht. Ah, kann das jetzt mal fertig werden, noch schnell? Und das auch, bitte. Okay. Vielleicht reicht es auch so schon. Wir sollten vielleicht auch mal gucken. Okay. Jetzt ist es soweit. 1, 2, 3, 4, 5. Nope. Wie sieht das aus mit Return Course? Ist der gleiche Warscore, kostet aber 165 Diplo. Wenn wir das so machen, kostet es 138 Diplo. You never know why. Okay, dann muss die Hauptstadt halt noch fallen. Muss sie? Ja. Positive 87, negative 83 und sagt nein. Aber wir wollen ja auch noch War Reparations und so viel Geld wie möglich. Das sind 74 War Score. Dafür muss dann die Hauptstadt noch fallen, der Rest von Griechenland. Ach, Venedig, echt. Moment. Also Mailand und Österreich sind schon im Krieg gegen Venedig. Und die Toskana ist auch im Krieg gegen Venedig. Ich würde sagen, nope, wir verzichten. Vielen Dank. Tschüss. Allianz mit Venedig. Hey, Commonwealth. Willst du eine Allianz? Quark? Was meinst du mit Quark? Sorry, ich gucke immer nur ab und zu mal darüber. Too busy gerade gewesen. Okay, das dürfte aber jetzt reichen. Immer. Na gut. Wie wär's denn ohne die Kohle? Ach so, wegen Frosch im Hals. Ja. Ja, sorry dafür. Okay, ohne Kohle geht's. War Reparations und alle Cores hier zurück zu Bulgarien. Es geht auch mit Kohle, nur nicht so viel. Das ist ja das, was wir wollten, oder? Looking good. Yeah. Ah, das sieht doch gut aus. Okay, Bulgarien ist orthodox, das können wir natürlich nicht zulassen. Dafür gibt es diesen schönen Button hier. Force Religion. Jetzt ist Bulgarien katholisch. Wir müssen denen halt jetzt ein bisschen bei den ganzen Revolten helfen, die jetzt da auftauchen werden. Same Religion. Direkt, gibt auch direkt einen Bonus. Hervorragend. Okay, wir können allerhand tacken. Die Kohle dafür haben wir nicht gerade, nicht unbedingt jedenfalls. Hier sollten wir eine kleine Armee reinstellen. Einfach um das Revoltenrisiko da ein bisschen kleiner zu halten.
Wir haben eine Menge Military Points, ne? Vielleicht ist es gleich an der Zeit, nochmal eine neue Idee zu nehmen. Defensive Aura oder Offensive? Oder Quality braucht man nicht wirklich. Naval braucht man auch nicht. Aristocratic. Ah, lass uns noch nicht entscheiden. Angry Strong. Okay, wie sieht es hier aus? Hust, Hust. Immer noch genauso wie vorhin. Böhmen wäre dabei. Und Böhmen ist wahrscheinlich immer noch mit England und Moskau verbündet. Und Moskau ist einfach groß. Autsch. Was macht Schweden hier eigentlich? Die haben auch die ganzen Cores schon verloren. Schweden ist weg vom Fenster. Okay, wir müssen noch bis 1583 warten, dann können wir hier eine neue Infanterie. Soldati Infanterie. Oder östliche Tertio. Na, Kohle haben wir eigentlich genug, ne? Dann sollten wir vielleicht noch ein paar Militärgebäude bauen. Und irgendwie lohnt sich das nicht so richtig. In den Angen lohnen sich dann vielleicht diese. Macht ja Sinn, ne? Plus 1, oder? Macht das Sinn? Plus 1 anstatt plus 25%. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir es geschafft, uns erfolgreich in den letzten zwei Kriegen einiges an Territorium von den Türken zu holen. Zunächst haben wir uns diese drei Provinzen hier genommen, um Serbien in die Unabhängigkeit zu entlassen, woraufhin wir dann Bosnien erobern konnten. Und jetzt eben halt das geht mit Bulgarien. Ich würde sagen, viel weiter in Richtung Süden wollen wir nicht. Unser eigentliches Ziel ist Österreich. Kicken können wir den auch nicht, weil wir keinen Geld dafür haben. Haben wir eigentlich noch Darlehen laufen? Ich glaube schon, ne? Eins. Okay. Nicht so schlimm. Wow, was? Das geht ja richtig schnell. Die waren, gerade eben war nur eine Provinz katholisch, als wir die gezwungen haben, katholisch zu werden. Und jetzt gleich ist schon alles katholisch. Okay, die haben auch mindestens zwei Missionare. Spielen wir das Papal Game mal mit. Okay, wir können tacken. Nice. Soldati oder Tertio? Ich glaube, die Tertio sind besser, oder? Ausgeglichener. Defensiver. Einfach defensiver. Okay, gucken wir nochmal nach den Beziehungen. Frankreich sieht noch eigentlich gut aus, aber kann nicht schaden, da einfach immer weiter zu machen. In Venedig sind wir jetzt zum Glück nicht mehr verbündet.
wir könnten uns tatsächlich jetzt mit dem Commonwealth verbinden. Ist halt wirklich die Frage, wollen wir das? Ich meine, die haben bisher nichts verloren, sind noch stabil irgendwie. Hier diese russischen Provinzen in der Ostukraine. Lass mal gucken, kann man hier noch irgendwas bauen? Ein Tempel. Das ging echt fix. Bulgarien ist schon komplett katholisch. Sehr cool. Okay, wir können die Army Maintenance auf jeden Fall mal runtersetzen von 20 auf 12 oder so. Um die Kredite zurückzuzahlen. Ja, wir hatten uns ja vorgenommen, so ein bisschen ein, zwei Marketplaces zu bauen, also Marktplätze zu bauen. Haben wir auch ein paar schon gebaut. Okay, die Development in den Provinzen reicht nicht weiter aus. Ist Venedig nicht mehr im Krieg? Doch, sind sie. What's happening? Mailand, ja. Österreich, nö. Bosnien, nö. Mailand ist wirklich stark. Vor einiger Zeit war es halt so, dass sie sich mit uns verbinden wollten. Genauso wie das Commonwealth jetzt gerade. Komm, wir nehmen das an. Wir machen, schließen das Bündnis mit Polen-Litauen. Ich weiß nicht, ob das so richtig klug ist. Also als Kornkammer quasi, ne, anstatt Söldner anzuheuern sozusagen, ist das sicherlich nicht verkehrt. Andererseits habe ich halt, dadurch, dass wir auch gleichzeitig Rivale von Moskau sind, jetzt schon so ein bisschen Schiss davor, dass Moskau die ständig irgendwie in Zukunft angreifen wird. Bisher, Moskau hat uns rivalisiert und es ist nichts passiert. Kein Krieg bisher geführt. Production Efficiency, nee. Bringt nichts. Komm, wir bauen hier noch einen Tempel. Bringt zwar auch nicht viel, weil die Development in der Provinz so niedrig ist. Okay. Frankreich ist now Controller of the Curia. Ich hatte mich gerade schon gefragt, wo der Papst jetzt seine neue Heimat gefunden hat. In Sachsen, in Anhalt. Also, Böhm hat uns gerade beleidigt. Und entweder wir können Böhm deswegen den Krieg erklären, oder alle um uns herum mögen uns. Was für eine Frage. Böhm können wir auch so den Krieg erklären. Wollen wir aber nicht. Oh Gott. Was ist das denn? Ah, League Members. Okay, League Members. Sind wir jetzt etwa League Leader? Nee, Sachsen ist League Leader.
Okay. Aber der, ach so, war man im Kaiser, stimmt. Man erklärt, ja, tschüss, Sakiko. Ich glaube, du bist schon raus, ne? Ich glaube, wenn man dem Kaiser den Krieg erklärt und Teil einer der Liga ist, dann. Dann kann der alle seine Liga-Leute mit reinrufen. Es passiert aber irgendwie nichts, ne? Also ich meine, Sachsen ist auch nicht stark, ehrlich gesagt. Die Liga existiert aber schon lange. Okay, Frankreich gedrückt. Das Commonwealth ist plötzlich plus 200. Okay, cool. Wir könnten hier vielleicht. Ist das noch eine Elective Dynasty Monarchy? Nein, ist ein Königreich, okay. Elective, doch. Support Air, geht. Ja, können wir ja mal versuchen, unseren Nachfolger sozusagen hier in dieser Wahlmonarchie zu unterstützen. Der aktuelle König 56 sieht jetzt nicht so aus, als könnten wir das in dieser Periode noch schaffen, aber vielleicht in der nächsten. Die Kornkammer. Gegen die Krim und die Türken. Ist das ein Angriffskrieg? Ja. Wer hat euch eigentlich erlaubt, hier durchzulaufen, Türkei? Ich bin echt gespannt, wie der Krieg hier ausgeht. Wahrscheinlich. Schafft das Commonwealth das? Lass mal gucken, wie viele Truppen die Türken haben. 60.000 Mann, 40.000 in Reserve. Commonwealth hat 80.000 Mann und 30.000 in Reserve. Also sehr ähnlich. Allerdings sind die Türken ja bis zu diesem Zeitpunkt meistens relativ stark. Oh, das Commonwealth ist Western. Ah, okay. Gut, dass wir mit euch verbündet sind. Militärstufe haben sie beide die gleiche. Von daher egal. Okay, das hier können wir mal langsam ausblenden. Counter gegen Reformation. Okay, wann können wir die annektieren? Erst in 2 Jahren schon. Erst in 2 Jahren schon. Conscription Center. Siebenbürgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keine Ahnung. Ja, aber es sieht super aus hier. Gefällt mir sehr gut, was wir da heute geschafft haben. Nicht nur Bosnien komplett erobert, sondern auch Bulgarien komplett erobert. Kärnten uns geholt. Sehr schick. Haben wir noch die ganzen Ansprüche hier gegen Österreich? Jo, sieht gut aus. Was wäre, wenn? Ja, genau. Ja, gegen Österreich ziehen wird noch eine Zeit lang dauern, bis wir das irgendwie mal durchsetzen können. Trotz alledem sieht das echt gut aus, was wir bisher hier geschafft haben. Finanzen sind völlig in Ordnung. Wir haben inzwischen eine ordentliche Manpower, wir haben inzwischen eine ordentliche Armee. Wir werden hier zum Big Brown Blob. In Südosteuropa. Sind verbündet mit Spanien, Frankreich und dem Commonwealth. Easy, easy game.
Und haben Österreich jetzt hier schon 1, 2, 3, 4, 5 Provinzen abgenommen. Oh yes. 500 Gold. Merci. Und schuldenfrei. Was wird aus dem Courthouse später? Town Hall. Okay, das ist alles Unrest reduziert. Was ist das denn? Kroatien? Ernsthaft? Nicht gut. Der Verbündete? Okay, gut. Doch gut. Und ihr habt Österreich und Mailand. Okay. Euch lasse ich dann nochmal ein bisschen in Ruhe. Aber Kroatien erobern ist auch echt noch eine Option, ne? Aquileia. Okay. Und das hier ist jetzt auch. Kroatische Kultur, allerdings kein Kerngebiet von Kroatien. Aber wir können es claimen. Ja. Wir haben gerade eben ein Kernland verloren hier in Böhmen. I don't care. Gab zwar minus 10 Prestige, aber gegen Böhmen Krieg zu führen haben wir sowieso jetzt nicht so wirklich geschafft. Ja, okay. Wir sind schon 2,5 Stunden dran. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken. Wir machen jetzt hier mal einen Cut. Morgen sind wir dann wieder dabei. Auf jeden Fall war es cool, hat Spaß gemacht und ja, vielen, vielen Dank. Ich würde mich über ein Follow freuen und alles klar, das war's schon. Dankeschön, bis dann, macht's gut, ciao, ciao.